Wie Boss ist unser Thema heute. Zu dieser Minute finden weltweit Millionen Besprechungen statt, wo morgen wieder nachge-E-Mailt, nachgewassert, nachtelefoniert werden muss, weil eben nicht klar ist, wer macht was bis wann. Das ist ja das Hauptproblem bei unseren Meetings, wenn man sagt, okay, wie können wir sicherstellen, dass das, was ich gesagt habe, das, was der verstanden hat, was er glaubt, dass ich will, dann im Endeffekt auch tatsächlich das ist, was ich ursprünglich intendiert habe. Die Streuung ist eine riesige. Und jetzt gehen wir mal zurück in den Physikunterricht der ersten Klasse. Die Männer von Flake sind gefragt. Es gibt auf diesem Planeten nur drei Formen von Linien. Andere gibt es nicht. Lade Frauen immer von der Seite. Bitte nochmal. Geht. Sie denken dabei nach, ich mache hier Posing. Drei Formen von Linien, andere gibt es nicht. Was sind das für welche? Jetzt macht das immer. Das ist meine natürliche Wirkung auf Männer. Was? Wie? Es gibt drei Formen von Linien, andere gibt es nicht. Mit diesen Linien könnten wir jeden Gegenstand in diesem Raum beschreiben. Gerade. Super. Gerade? Geschwungen. Ja, was ist denn geschwungen? In der Kurve. Aha. Na, und was liegt der Kurve zugrunde? Ah, Egerl. Also das mit der ersten Klasse Physik, das wird nichts. Welle. Was liegt in der Welle zugrunde? Wir sind in der Optik, erste Klasse Physik. Gerade oder irgendwas ist krumme. Irgendwas ist konvex oder es ist konkav. Aha, die Nachprüfungen haben sich gelohnt. Und genauso ist es in der Kommunikation. Die Kommunikation hat sich ja nicht losgelöst von der Natur entwickelt, sondern genau die gleichen Formen haben wir auch in der Kommunikation. Ich kann mit jemandem von Angesicht zu Angesicht kommunizieren. Welche Kommunikationssituationen sind es, wo Sie angesichtig unterwegs sind? Sie können sich dann in der Woche auf der Homepage anschauen. Ja. Wann müsst ihr angesichtig kommunizieren? Zielgespräch. Mitarbeiter, Lob, Tadel, Rede, hervorragend, ganz genau. Wann werdet ihr, nur damit es klar ist, alle drei Kommunikationsformen sind gleich wertvoll. Es geht jetzt bei gerade nicht um die Idee auslassen von Kniffen und Linken und Leger, sondern es ist wirklich gemeint, wir müssen als Führungskräfte alle drei auf Knopfdruck im Zuge eines Tages jederzeit parat haben. Wann müsst ihr über die Köpfe der anderen hinweg, also durchaus konvex kommunizieren? Was sind das für Gesprächssituationen? This is the audience participation part. Was? Informationen, okay. Was noch? Vortrag, Präsentation. Nein, aber fast. Nein. Konvex muss ich bleibe nochmal bei den Informationen, wenn ich in die nächste Instanzenebene reporte, über ein Projektteam zum Beispiel, wie die Typen da performen, wie das Projekt läuft. Davon leben ganze Beschwerde- und Ombudsmänner-Redaktionen, dass der Schiok in den 80er Jahren davon gelebt hat, im Sinne von Konflikte und Argumente, ich gehe gar nicht zu Ihnen und streite, ich gehe gleich zum Schiok ins Fernsehen. Das ist eine sehr konvexe Form. Auch wenn man im Restaurant sagt, lieber Herr Kellner, wir werden nicht mehr heiraten, jetzt bringen Sie mal gleich einen Geschäftsführer, ist natürlich eine konvexe Form. Auch das brauchen wir. Wir müssen in der Lage sein, uns am Stand ohne Anlauf aufzubuddeln und irgendwohin konvex auch zu kommunizieren bei unseren Lieferanten, auch bei unseren Mitarbeitern in der nächsten Ebene. Und jetzt sind wir bei der konkaven Geschichte. Die Idee ist, andere ins Boot zu holen, auch durchaus den Nektar zu bereiten. Da sind wir jetzt bei der Präsentation. Ich kann euch nichts konvex reinwürgen im Sinne von Pappalapapp, du kleiner Wicht, sondern ich muss für mein Auditorium werben. Was sind es noch für Gespräche außer? Sehr gut. Ja, alles, was auch mit Akquisition und Überzeugungsrede zu tun hat, wo ich also Commitment und Zustimmung brauche. Okay, jetzt hört es euch nur mal an vom Sound, weil das ist das, was mir wichtig ist, dass ihr euch mitnehmt und probiert es aus. In der Kommunikation gilt, was man innerhalb von 72 Stunden nicht ausprobiert hat an Modellen, könnt ihr wieder wegschmeißen, habt es nicht internalisiert. Was machen Sie denn beruflich? Ich bin Sales Manager in einer Privatbank. Geht schon, darf ich Sie mir kurz ausleihen? Sie müssen nichts machen. Ich möchte euch nur mal vom Sound her zeigen, ich bin jetzt in der geraden Kommunikation. Ihr Vorname ist? Sabina. Okay. Sabina, ich komme gerade vom Vorstand, der hat gesagt, wir sollen bis Donnerstag wieder eine Präsentation vorbereiten. Mein Vorschlag ist, wir bauen die ganzen Marketingaspekte rein, dann schicke ich es dir weiter und du kannst dann wieder schauen, dass ihr eure Inhalte, so hat er es am Freitag. Völlig neutral.
Setzt mal gerade gleich im Atmo-Talk, im atmosphärischen Talk mit neutral, dann ist es jetzt völlig ohne Tendenz, ganz gerade. Im Gegensatz zu konvex, setzt konvex mal gleich mit bestimmend, also pappalapapp, du kleiner Wicht, ja, vom Sound her. Hört euch das mal an. Ich brauche einen älteren Herrn. Wer fühlt sich alt genug? Das ist eine Unverschämtheit, gell? Das ist eine Frechheit, gell? Das ist schon storniert. Er hat mir schon gesagt, wenn du nicht gut bist, wirst du storniert. Also, das ist der Erich. Erich, wie lange sind Sie beim Unternehmen? 10 Jahre. Sagen wir 30, ja? Sagen wir 30. Ich bin jetzt eine HR-Tante und ich bin natürlich sichtbar nicht so lange im Unternehmen oder nicht so lange auf der Welt wie er im Unternehmen möglicherweise. Dennoch muss es ob meiner Position möglich sein, ihm, der ja letztlich viel älter ist, auch was konvex hinzustellen. Also, lieber Herr Hoffmann, Sie sind seit 30 Jahren bei uns im Unternehmen. Fein, dass Sie heute gekommen sind. Wir haben ein Thema. Nachdem Sie eines der Gründungsmitglieder sind, gibt es natürlich mit Ihnen völlig eigene Zeiterfassungsgeschichten. Sie sind oft um 22 Uhr noch im Laden, manchmal kommen Sie erst um 9 oder um 10. Das ist super und ist auch völlig in Ordnung bei Ihnen. Alleine Ihre Kleinsten im Team, Ihre Erfahrlinge machen Ihnen das mittlerweile nach. Das bitte stellen Sie ab, denn diese Sonderregelung gilt vom Vorstand mit Ihnen, aber nicht mit den Kleinsten im Team. Völlig konvex, anderer Sound. Das drehe ich ab und muss ich, ob meiner Position, Jahre jünger, Jahre von mir aus weiter hinten im Unternehmen, trotzdem in der Lage sein zu klären. Hört ihr den Unterschied zwischen gerade im Sinne von neutral, konvex im Sinne von bestimmend und jetzt in der letzten Konsequenz konkav im Sinne von werbend, den anderen lockend? Nein! Was machen Sie denn beruflich? Asset Management. Da brauche ich nichts. Ich brauche irgendwas, was sexy ist. Ach, ich glaube, ich nehme doch den Alex. Das ist sexy. Ich spiele es mit dir, Alex. Also jetzt, nur, es geht nur um den Sound. Ja? Alex, ich habe dich in Graz bei einer Chose kennengelernt. Du bist da ganz spannend mit deinen Stimmenimitatoren. Ihr könnt euch das dann nachher noch anschauen. Ich habe in 2 Wochen was Ähnliches, was der Nikolaus hier laufend macht mit Go Ahead, nämlich ein Symposium mit Führungskräften, wo ich gerne hätte, dass du dort ehrenamtlich dich auch präsentierst. Dauert keine 20 Minuten, sondern dauert nur 1/4 Stunde. Du hast den Vorteil, vor den wirklichen Primes zu sitzen. Und ich habe natürlich den Benefit, dass ich dort jemanden habe, der auch Atmosphäre schafft. Vorher angeschleimt, ja, ehrenamtlich. Ja. Also in einer sehr konkaven Form. Ja. Also nur damit ihr den Unterschied, aber wir müssen alle Dinge, alle 3 Kommunikationskanäle im Zuge eines Tages wirklich on board haben. Jemand, und natürlich sind wir nicht bei allen 3 Kommunikationsformen gleich gut, jeder von uns hat einen, wo er ein Stück am Pferdefuß hat. Das ist ja grundsätzlich auch kein Problem, wenn es nicht unser Job verlangt. Gerade im Sinne von neutral zu kommunizieren ist natürlich wichtig, wenn ich für die Presse verantwortlich bin, wenn ich verantwortlich bin für Krisenstab und Krisenmanagement. Denn wenn jetzt irgendjemand rausgeht, eine Boeing kracht runter und der Krisenmanager von Austrian Airlines stellt sich raus und sagt, naja, also bitte, meine Kinder fliegen auch nicht mit Austrian Airlines, ich kenne die Wartungsverträge unserer Pappenheimer. Natürlich geht das in der Form nicht. Der muss kalmieren, ja. Wenn ich auf der anderen Seite konvex für Vertrieb, Acquisition und so weiter zuständig bin und dauernd den knappigen Ton habe, wird es auch nicht funktionieren. Und wenn ich dort, wo es um Abwenden geht von Zuständen, zu konkav bin und dann ewig der bin, wo die Mitarbeiter sagen, nein, lieber Kunde, mach mal nicht und bei mir kippt die Sache dann, weil ich zu zahnlos bin und es dann doch möglich mache, der Mitarbeiter ist sauer, weil ich falle ihm in den Rücken und der Kunde weiß, da oben sitzt einer, über den kriegt man eh alles, du musst gleich mit dem reden, ist es natürlich ein Problem im Imaging und ist auch ein Problem nach unten. Und wir sind als Führungskräfte sehr stark durch unsere Kommunikation dort zu Hause, wo es um Walk What You Talk geht, wo Mitarbeiter uns danach bewerten, wie ist diese Identifikationsikone. Es mag ja niemand für einen Deppen arbeiten. Es will ja jeder das Gefühl haben, mein Chef, hast du ihn gestern im Fernsehen gesehen, der hat ein Interview gehalten und nicht, dass man das Gefühl hat, euren Vorstand habe ich gestern gesehen in der Zeit im Bin. Gehst du nur beim Haupteingang eine? Ja, also es ist natürlich was, wo wir uns aufgrund unserer Kommunikation unterscheiden können, wie machen wir das und welche Sogwirkung mit Menschen stellen wir her. Spannend soweit?
Ja, super, bleibe ich da. Wenn jemand was zu schreiben hat, es wird nicht langen, ansonsten gebe ich es euch als Gedankenmodell. Ist mir wichtig, in dieser kurzen Zeit euch ein Tool mitzugeben, das ihr heute ausprobieren könnt, damit das irgendwie für euch auch die halbe Miete wert ist. Ausgehend davon, rechte Pfote, rechter Vorderlauf. Wer muss denn Präsentationen auch auf Englisch halten? Ja. Na, dann gehen wir gleich mal die Finger durch. Wie heißt der? Wie heißt der? Pointer oder Indexfinger, na, da ist was. Aber das ist ja, das klingt ja schon sehr native. Middle. Hm? Ring. Hm? Small. Mm-mm. Pinky. Haben Sie? Small, ja? Nein. XL. So, wir gehen von der Pocket-Rhetorik aus. Davon ausgehend, das letzte Buch, das ich für Bibos geschrieben habe, hieß Redediät. Und die Idee dahinter war sehr stark, es ist in der Sprache wie mit der Ernährung, die Menschen sprechen zu viel, zu fett, zu wahllos. Im Zuge eines Lebens kommen verbale Problemzonen und Speckbereiche dazu. Füllworte, Füllphrasen, sag ich ja mal, am Ende des Tages, in Zeiten wie diesen. Ja. Also kaum eine Vorstandspräsentation, und ich erlebe ja viele und versuche das Schlimmste abzuwenden, die nicht mit einem welken Zitat beginnt. Ja. Also dieses Carpe diem, das findet ja nicht einmal mehr der Mateschitz witzig. Ja. Also das ist definitiv... Dieses uralte Zitat, das ich irgendwo hinkleben, ich habe das letzte Woche gehabt bei einer Vorstellung, es war ein CFO, der hatte drauf Panterei. Ich finde es super, wenn der Installateur ist und das Heisel rinnt, alles fließt, ja, finde ich Panterei. Aber jetzt für CFO, wo die Zahlen noch dazu hinuntergehen, ist jetzt Panterei nicht gerade der große Burner. Gut. Gehen wir von der Hand mal aus und ich gebe euch da gerne eine Fünfsatztechnik mit. Das wäre jetzt noch nicht der große Burner, 5 Sätze. Es gibt in der Kommunikation Tausende von 3, 5 und 7 Sätzen. Gemeinsam haben sie jedoch alle, dass es immer ungerade Zahlen sind, die wir Menschen uns leichter merken. Die Werbung arbeitet mit der schnellsten Form der Kommunikation, mit sehr vielen 3 Sätzen. Also was haben wir draußen? Today, tomorrow, Toyota, Veni, Vidi, Visa, gut, besser, gösser, sind sehr oft so 3-Wort-Dinger. Mittlerweile wird zu 3 Wortsätzen übergegangen. Was hat McDonald's? I'm loving it. Just do it, Nike. Also sehr oft so. Yes, we can. Yes, we can. Obama und Canon. Der Daumen beschreibt sehr schön, wenn man nach unten dreht, davon, wovon ihr ausgeht. Nämlich euren sogenannten Ist-Zustand oder Status Quo. Sagt es den Menschen auch dazu, diese Moderationspartikel? Denn das haben Gesprächspsychologen herausgefunden, wenn ich sage, lieber Herr Meier, Status Quo ist, groovt sich das Gegenüber bereits viel schneller ein und weiß, aha, da stehen wir. Ich fände es gut, Nick in der Mitte ist der rote Punkt, oder? Ich fände es gut, wenn am Status Quo gleich ein Neuigkeitswert draufhängt. Das sind die 2 wesentlichen Dinge, um die es in der Kommunikation geht. Schafft mein Gegenüber Neuigkeitswert und schafft er Weitererzählwert? Kann ich das dann weitererzählen? Und am Anfang fände ich es gut, wenn schon mal was drauf ist, wo man sagt, okay, das hat für mich Sinn, das ist was Neues. Jetzt haben wir aber zum Teil schnarchfade alte Probleme, wir können ja nicht dauernd neue Probleme erfinden. Dann wenigstens einen neuen Point of View, eine neue Betrachtungsweise, wann ist das Problem erneut aufgetreten, das hilft. Der Zeigefinger zeigt wohin? Zu unserem? Ziel. Sehr gut. Wie muss ein Ziel formuliert sein, damit ein Ziel ist? Das wissen meine Kleinen im ersten Semester schon. Meine Studenten? Da gibt es ein schönes Akronym. Inhalt, Ausmaß, Zeit, Bezug. Das ist, glaube ich, was anderes, aber das ist auch cool. Was? Inhalt, Ausmaß? Inhalt, Ausmaß, Zeit, Bezug. Das ist ja Inhalt, Ausmaß, Zeit, Bezug. Hervorragend. Also irgendwo habe ich gehört, die uralte, bekannte Formel SMART. Eh klar, also gehen wir es durch. Wofür steht SMART? Schnell. Das müsst ihr können. Das wissen die im ersten Semester. Specific, ja. Das Studium ist noch nicht so lange her, Herr Vorher. Also ich würde sogar in Richtung attractive formulieren, im Englischen positiv formuliert. Also es ist kein Ziel, wenn ich sage, ich will nicht mehr dick sein, sondern ich will bis Ende Dezember, was gehen Sie aus, 5 Kilo abgespeckt haben. Also versucht, Dinge wirklich positiv zu werden, ja, nicht mit Negativdingen. Das Allerwichtigste ist mir die zeitliche Disposition. Jedes Ziel braucht eine zeitliche Disposition, sonst bleibt es ein frommer Wunsch und kein Ziel. Das erlebe ich mit Vorständen, die kommen und sagen, ja, Tatjana hat meinen Mitarbeitern eh gesagt, wir brauchen 5% mehr EBIT. Ja, super. Aber es ist ein Wunsch, ne? Es ist kein Ziel. Der Mittelfinger beschreibt sehr schön, und daran könnt ihr euch merken, den Weg.
Manchmal sind es auch Mittel und Wege, die Zielerreichung erst möglich machen. Also überlegt euch auch ein bisschen, welche Mittel und Wege kann ich dem mitgeben. Der Ringfinger, meine Herren, wir stehen vor Weihnachten, der Ringfinger, das ist dort, wo der Brüller drauf sitzen sollte, beschreibt den Wert, also unseren Nutzen. Wenn ihr keinen Nutzen für die Zukunft, und das schaffen wir jetzt als hehre Motive wirklich nicht immer, dann wenigstens einen Nutzen für das Gegenüber. Was hat der andere jetzt davon, wenn er mir mal 2 Minuten lang zuhört? Keinen Eigennutzen featuren, sondern wirklich, okay, der Nutzen für Sie, das bietet Ihnen die Möglichkeit, das garantiert Ihnen, damit habt ihr es ein bisschen von euch weggebracht. Was wichtig ist, denn das ist in der ältesten Form der Liebesakquisition schon so, das Hauptproblem in unseren Gesprächen ist, dass wir immer von uns ausgehen. Uns als Meindl gibt es so und so lang. Wir sind, ja, wir haben so viele Mitarbeiter. Uns gibt es seit 1850, aber nicht mehr lange. Ja. Also uns, wir. Bis irgendwann mal einer auf die Idee kommt, was hat der Kunde eigentlich davon? Und das habt ihr in der ältesten Form der Liebesakquisition auch. Je nördlicher ihr geht, umso mehr steht der Mensch im Ich lieb dich. I love you. Je südlicher du gehst, te quiero, dich liebe ich, ti amo, hat, ist ein Unterschied, ob ich sage, dich liebe ich oder ich liebe dich. Vielleicht aber auch dich. Ja? Also es ist was anderes. Und der kleine Finger von wegen Pinky, es ist netter, jemanden was mit dem kleinen Finger rauszuhacheln, als ihm das ganze Schultergelenk auszukegeln. Der lässt Platz für einen Appell. Der macht es nicht. Wenn sich's im Status quo um ein Problem gehandelt hat, dann haben wir Platz für den ersten gemeinsamen Lösungsschritt. Also ich würde diesen Appell immer konsensual formulieren. Während Sie, Sabine, jetzt vielleicht nochmal die Unterlagen prüfen, gehe ich nochmal fragen, ob wir ein bisschen mehr bei den Rabattierungen rauskriegen. Dann sind wir am Donnerstag für unsere Frühbesprechung optimal vorbereitet. Konsensual. Während du was machst, mache ich was. So, ich hupfe euch das einmal vor und dann seid ihr dran. Wir Rhetoriktrainer sind Verfasser käuflicher Aphorismen. Wir müssen für und gegen alles reden können. Also gebt mir ein Thema. Los, ich brauche ein Thema. Nicht husten. Thema. Angelobung neue Stadtregierung Wien. Ich habe gesagt, ein Thema, kein Drama. Okay. Der Status quo ist, wir haben gerade, oder wir sind gerade dabei, eine neue Couleur in der Stadtregierung zu etablieren. Das Ziel ist, bis spätestens März, also Q1, zu klären, wofür ist Herr Häupl jetzt noch zuständig, was darf Frau Vasilakou abfrühstücken und was haben vor allen Dingen wir Wiener davon. Genau. Und Männer mit Hut. Damit das bis März 2011 abfrühstückbar ist, würde ich vorschlagen, Sabina, wir beide gründen eine Gruppe für die Jugendlichen. Wir schauen uns natürlich auch die Zielgruppen für die Älteren an, weil das sind in Wien ja mehr. Das heißt, der Weg führt uns über unterschiedliche Zielgruppenerfassungen. Wir müssen schauen, dass wir die auch erreichen, weil wir müssen ja versuchen zu reden, was das Rathaus jetzt will. Also wir bauen Thinktanks. Der Nutzen ist, dass die Menschen schnell spüren, was gibt es für einen neuen Wind und haben wir da jetzt auch wirklich was von der Wahl. Mein Appell deshalb, Sie versuchen die Finanzen zu checken. Der Nikolaus schaut, ob er uns ein bisschen mit Sponsoring hilft und wir werden das auch frühstücken müssen, ne? Und uns dann prügeln lassen. Also, ich will sagen, sowas kann man auch mit Inhalt füllen, aber so bringe ich in 5 Sätzen in der Kralle, deswegen Pocket-Rhetorik, wenn eine Hand habt ihr immer dabei, die könnt ihr in die Tasche stecken, so kriege ich was über den Jordan, wofür andere 11, 17 und 21 Sätze brauchen. Hu, weißt eh, urschwierig, Vasilakou, Häupl, ja, also dann wird es mühsamer. Verwendet diese Dinge auch. Wann immer ihr Menschen im Fernsehen seht, die das machen, ist Zustand, Ziel, Weg, Nutzen und Appell, dann wisst ihr, wo sie es gelernt haben. Ich sage ihnen zwar dazu, lass deine Pfoten in Ruhe, aber es scheint was sehr Haptisches zu sein, das mitzunehmen. Versucht es mal auszuprobieren. Die meisten Dinge, die wir abfrühstücken im Zuge eines Tages, können wir in 5 Sätzen wirklich entweder in der Agenda anfeaturen beim Meeting oder zum Schluss zusammenfassen oder am Telefon in 5 Sätzen belassen. Das funktioniert auch via E-Mail. Ja? Und man sagt, okay, diese 5 Überlegungen habe ich und das muss der andere wissen. Wohin geht's? Es geht ein bisschen in die Überlegung, als Führungskraft muss ich schnell unterscheiden, was sind Muss, Soll und Kann Botschaften. Was muss mein Mitarbeiter wissen, sonst checkt das nicht. Was sollte er noch drumherum wissen? Und was kann er mit Beispielen und Salatblättern garniert wissen? Und das sollte nicht durcheinander gehen. Ja? Bin ich durch?
Na gut. Kommt noch was Relevantes hier? Ich mag gerne, dass das zwei vielleicht die Pocket-Rhetorik probieren. Ich gehe nochmal mit eins zurück. Zwei hätte ich gerne ausprobiert. Ein Mandel und ein Weiberl. Was machen Sie denn beruflich? Das ist super. Ist-Zustand Ihres Sales, was ist das Ziel, wo geht es hin, weil wir haben ja keine Ahnung, was es ist. Wie schaut der Weg aus bei Ihnen? Was ist so ein Nutzen, den man hat von Ihren Produkten oder Dienstleistungen? Was ist dementsprechend ein Appell? Also der Ist-Zustand ist sehr beschränkt, weil die Industrie insgesamt einen Image-Schaden erlitten hat. Das Ziel ist natürlich, hier erfolgreicher unsere Produktpalette in die Auslage zu stellen und zu verkaufen. Bis wann? Wie viel? Bis Ende des nächsten Quartals. Wie wollt ihr es machen? Wie wollt ihr jetzt mehr verkaufen? Durch. Jetzt weint er gleich. Ich sage, jetzt weint er gleich. Durch? Durch bessere Kommunikation mit dem Kunden. Okay. Der Nutzen für den Kunden soll sein, dass er bessere Erträge bekommt. Okay. Wir können einen Appell ausschauen jetzt an unsere, an uns, die wir die Mitarbeiter sind, deswegen Männer und Frauen von Flake. Na was, fahr nicht fort, so auf im Ort oder irgendein Appell halt. Ja, dass wir verstärkt gemeinsam sozusagen rausfahren zu den Kunden. Ja. Ist okay. Passt ein bisschen auf bei den Dingen gemeinsam zusammen. Ja, das ist immer so, wir müssen gemeinsam zusammen an einem Strang ziehen. Macht es einmal. Also das sind so Dinge, da aufpassen. Sonst von der Pocket-Rhetorik her ausgezeichnet gemacht. Hat er gut gemacht, könnt ihr ihn beklatschen. Jetzt hätte ich noch gerne eine Dame. Gibt es eine Freiwillige? Na super. Es ist ja wirklich wie ein Parship ist das hier. Na gut. Probieren wir es, wir zwei. Was machen Sie denn beruflich? Schielig? Schielig? Was? Das ist das Einzige, was geht, das Gesicht. Da geht schon. Also was machen Sie denn beruflich? Ich bin Persönlichkeits- und Business-Coach. Das ist super. Na hey, das ist eine Kollegin quasi. Was ist der Ist-Zustand? Weil da sitzt sicher noch irgendwo ein anderer, der meint, er macht das Business besser. Was ist der Ist-Zustand? Was ist Ihr Ziel? Bis was wann? Wie schauen Mittel und Wege aus? Was ist der Nutzen bei Ihnen, der USP, das Alleinstellungsmerkmal? Und wie ist ein Appell? Ich gebe Ihnen eine Bühne. Ja, Ist-Zustand ist gerade ein neues Projekt, das gestartet wird. Und zwar Coaching in Verbindung mit Theater, mit Bühne, Bühnentraining. Alex, ist was für uns. Geht schon. Mhm. Ja. Was ist denn das Ziel davon? Ja, Aufbereitung von Kommunikationstools, besseres Miteinander. Vielleicht Dinge herausholen aus den Menschen. Das, was sie jetzt macht, ist okay, aber sie ist nur im Überlegen, was könnte ein Ziel sein. Das ist natürlich der einzige Punkt, der wirklich mit Vorbereitung zu tun hat. Ihr müsst euch überlegen, was, bis wann, wie viel. Ja? Also das ist jetzt aus der Hüfte schwierig. Bis wann soll das Ding fliegen und was konkret soll es bringen? Also Anfang nächsten Jahres. Passt? Ist ja bald. Wie schauen die Mittel und Wege aus, damit man das unter die Menschen bringt und zerstäubt? Ja, über Netzwerke, Kontakte. Gut, gut. Genau. Ein Nutzen? Was bringt mir das, wenn ich das buche, im Vergleich zu, wenn ich sie so buche? Brauchen das Theatergeschichtel nicht? Dass man mehr ausprobieren kann, dass man zwei Trainer hat. Also das mache ich. Beobachtung und Mut, okay. Genau, dass man zwei Expertisen praktisch zusammen. Sehr gut, und der Appell? Ja, das ist, das sind sowas von potenziell hier. Ja, trauen Sie sich, Ihre Rollen auszuprobieren. Und genau. Wenn Sie Visionen haben, gehen Sie nicht zum Arzt, sondern kommen Sie zu uns. Hervorragend. Gut, gut. Fein, fein. Sehr gut. Probiert es mal aus. 72 Stunden, entweder die Pocket-Rhetorik oder so ein bisschen vom Sound her die Idee von gerade. Also neutral, konvex, also bestimmend oder konkav werbend. Damit verabschiede ich mich von Ihnen wieder.